Ach so, ich kann einfach schnell reisen, wenn ich will, okay. Das ist Farnsport. Die Terminerhöhlen müssten das da oben sein, richtig? Was hat der Junge nochmal gesagt? Wo ist der Junge? Wo ist der? Wer ist der? Ah, da ist er. Ach, echt schon wieder? Im Osten liegt die Stadt Farnsport. Wenn du der Küste folgst, gelangst du zu den Terminerhöhlen. Im Osten? Also bei Farnsport oder wo? Direkt davor siehst du einen riesigen alten Baum in einem Wasserbecken. Entweder hier die Küste oder da hinten irgendwo eine Küste. Bei Farnsport gibt es eine Küste? Was ist mit dem Typen da oben? Manche Bestien greifen Basel bei Nacht an. Letzte Nacht zerstörten sie einen Zaun und Dutzende Wollschildkröten flohen in die Prärie. Niemand hat diese Monster bisher gesehen. Ziemlich mysteriös, wenn du mich fragst. Okay. Wahrscheinlich geht's da auch um das eine Viech, was da bei Jan war. Warum sage ich Jan? Jan. Achso. Ich brauche ja da gar nicht hin. Ich kann mich ja einfach porten. Gibt's da wirklich eine Küste? Achso, du meinst diese... Ah, da war ich doch schon mal. Bin ich da nie drinne gewesen in dem Baum? Ich... Hm. Oh, warte mal. Ich erinnere mich an... Warum ist meine Bitrate rot? Ich erinnere mich an eine Sache. Ist da nicht eine Stelle gewesen, wo ich irgendwo reingegangen bin, bin irgendwo runtergejumpt ins Wasser? Aber bevor ich ins Wasser reinjumpen konnte, war da eine Höhle und ich bin in dieser Höhle nie reingegangen? War da nicht irgendwo was? Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ja, falscher Weg. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das bei diesem komischen Organgrotte oder wie auch immer das mal hieß jetzt war oder ob das jetzt irgendwo hier gewesen ist. Eventuell bin ich sogar schon da hingegangen, aber ich habe den Rest des Weges nicht gemacht. Das wäre durchaus möglich. Oh, ist das nicht dieser Baum? Ja. Da bin ich scheinbar nie reingegangen. Nee, ich bin da drumherum geschwommen. Okay. Ein bisschen Geld, ein komisch großer Kürbis oder Kaktus oder keine Ahnung, was das hier ist. Und mehr auch nicht. Okay. Ja gut, ich meine, haben wir ein bisschen mehr Moneten in der Tasche, ne? Trotzdem, da war irgendwo noch diese eine Höhle. Ich weiß aber nicht mehr... genau wo das war. Eventuell schwimme ich da gerade hin. Ah.
Achso, woanders kann ich gar nicht hin? Na super. War das dann in der Termina-Höhle oder war das in der komischen Grotte da oben? Was von dem stehlen? Was kann ich denn stehlen? Die Schweineohren? Kann ich dich selbst stehlen? Achso, ich habe noch gar nichts. Okay, dann hau einfach raus. Von dem kann ich denn auch was... Von dem kann ich echt was stehlen? Weiß ja nicht genau, was ich da bei dem stehle, aber naja. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Ja, ist jetzt ungünstig, dass ich den kriege hier. Ja, sie kann auch nichts treffen. Ich glaube, ich kann auch nicht stehlen, oder? Oh doch! Die halten nicht viel aus. Ach nee, die Termina-Höhle war das Banditenlager. Stimmt. Da brauche ich dann nicht hin. Okay, dann war das nicht hier. Dann müsste das eventuell bei dieser Grotte sein. Wie gesagt, irgendwo war das gewesen. Bin ich da durch die Gegend geschwommen vorher oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo war das gewesen, wo ich dann... Oh, wo ich dann... so eine kleine Höhle hatte, die ich aber nicht betreten habe, weil ich lieber runtergesprungen bin. Verwitterter Knochen. Ist das was Neues? Habe ich da gerade ein Rare-Item bekommen? Ist das gerade so düster oder kommt mir das nur so vor? Weil ich habe ja gerade hier diese... Wie heißt das jetzt nochmal? Please? Nee, Please. Habe ich ja runter. Oh. Ich könnte was stehlen. Ausgerechnet, der ist am Pennen. Jetzt müsste er aber wach sein, oder? Nicht? In den meisten Spielen sieht es eigentlich so aus, machst du einen Gegner schläfrig, wacht er auf, sobald du ihn angreifst. Scheint wach zu sein. Wollte nämlich das Gift noch verteilen, bevor der verreckt. Egal. Giftwiderstand verursacht Schwächeschaden und
Alfred. Ich kapiere immer noch den Text nicht. Der Text macht keinen Sinn. Aber Reinheit ist bei 3. Von daher nehme ich den mal lieber mit, glaube ich. Eins erhöht Angriff um 10. Oh Gott, die sind ja alle Mist. Nee, gib mir lieber die 50 Arc. War das hier gewesen? Nee, hier war Sackgasse, richtig? Hier war so eine blöde Sackgasse. Genau, und hier war dieser komische Hebel, den ich betätigen konnte und der irgendwo, keine Ahnung wo, etwas verursacht hat. Zum Geier. Bin ich vorher geschwommen? Bin ich, bevor ich an diesem Ort angekommen bin, am Schwimmen gewesen? Ein Lava-Edelstein? Ich weiß nicht mehr. Es kann sein. Wie die Kamera da hinterher ging. Ich weiß aber absolut nicht mehr, wo das war. Vielleicht war ich da auch sogar schon drin gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Am besten gehe ich mal zum Tempel. Sonst eier ich hier rum wie blöde. Das will ich ja auch nicht. Achso, ich brauche doch gar nicht. Stimmt. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich einfach direkt porten kann. Goddammit, mein Auge. Was ist denn jetzt wieder mit der Bitrate kaputt? Wieso ist die instabil? Das darf doch gar nicht wahr sein. Instabil. Auch mal eben kurz 7000 gehabt. Ich habe das komische Gefühl, dass es einfach an Twitch liegt. Dass die irgendwas am Machen sind oder eventuell ist irgendwie, keine Ahnung, T-Online irgendwas am Machen. Ich habe ja gesagt, die bauen ja scheinbar hier mehr oder weniger Glasfaser irgendwie aus. Scheint aber wohl eine halbe Ewigkeit zu dauern. Also keine Ahnung, ob das da irgendwie was mit am Hut hat oder wie gesagt, ob die da bei Twitch da gerade irgendwie irgendwelche Probleme haben oder irgendwas am Machen sind. Es ist sehr eigenartig, dass die Bitrate so eigenartig ist. Das sollte normalerweise nicht sein. Und wie gesagt, OBS sagt nichts, also keine ausgelassenen Frames. Da wo die Bit-Anzeige ist, ist alles grün. Denk mal, wenn ich jetzt hier mal eben kurz den Player öffne. Ah, falsche Taste. Denk mal, ich habe das jetzt einfach nur so offen, aber ich denke mal, der wird nicht einfach plötzlich irgendwann einfach weg sein. Aber wenn doch, dann weiß ich, oh, da ist irgendwas im Argen. Aber selbst wenn, was soll ich da ändern? Weil das Problem, was ich habe, könnte ja etwas sein, was nicht mal in meiner Reichweite ist. Wie soll ich dann was lösen? Weißt du? Aber ich meine, wenn ich den Stream da so ein klein wenig angucke, dann läuft alles. Was ist denn das für ein komisches Viech? Das macht nicht gerade wenig Damage. Was ist das für ein Ding? Hüpfer, der Frosch. Warum hast du so einen speziellen Namen?
Ha? Huh? Warum hat der so einen speziellen Namen? Schwäche ist Erde, das ist ich weiß nicht, ob der irgendeinen Buff macht. Kann ich ja zur Not dann auswechseln. Bitte was? Hat der echt gar keinen Damage bekommen? Großartig. Macht nicht gerade wenig Damage, du. Aber Blütsturm ist wieder aktiv. Oh. No. Ich habe ein Problem. Tausche ich dich gegen Victor aus? Nein, dich tausche ich gegen gar nichts aus. Okay. Blütensturm ist merkwürdigerweise nicht mehr aktiv. Der hat nicht viel Damage bekommen. Oh, fast tot. Oh, nicht gerade viel. Ich wechsle den am besten mal aus. Hast du irgendeinen Buff gerade aktiv? Nee, du hast wenn dann höchstens nur Debuffs. Nee, dich konnte ich nicht austauschen. Wer hat denn Victor? Ist das... Ach, das ist Glenn, nicht Glenn. Wie heißt der nochmal? Glenn, doch, oder? Heißt... Nee, Killian. Genau, der heißt Killian. Hat Killian Victor? Das ist ja dann doof, wenn ja. Der ist tot. Oh, ich bin im Overheat, ja. Woohoo. Was ist das? Ich weiß es nicht, was es für ein Symbol ist. Ach nee, dann müsste ich ja das Item nutzen. Und das heilt mich trotzdem nicht. Nee, das ist nicht so schön. Ja, scheiß drauf. Ich brauche die Heilung. Was für ein Item ist das? Das ist kein Angriff, glaube ich. Das ist Stärkung? Magie? Nein, Magie ist, glaube ich, das Gelbe. Heilen. Okay, da müsste das Stärkung, glaube ich, sein.
Cool. Keine Ahnung. Oh nein. Ist mir gerade egal. Ich bin so oder so tot. Jedes Mal, wenn ein Gegner AOE hat, ist der Damage halt abnormal hoch. Der hat ja... Ich hätte ihn theoretisch besiegen können. Lass mal kurz das hier wegmachen, weil das brauche ich nicht. Weil ich denke mal, wenn irgendwas mit dem Stream wäre, wäre der doch jetzt bei mir auch irgendwie, die Stream-Vorschau doch irgendwie beeinflusst worden, richtig? Beeinflusst, beeinträchtigt, irgendwas. Scheint ja nicht der Fall zu sein, also. Ja gut, versuche ich nochmal. Warte mal ganz kurz, mach ich mal das, während das lädt, gehe ich mal hier wieder kurz hin. Ich kann ja zur Not mal... Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Was mache ich denn da? Nein, nicht weg haben. Nicht blöd. Oh, Victor ist wirklich dort. Will ich ihn da oben haben? Ja, vielleicht. Okay, Rückrufaktion. Ich weiß immer noch nicht genau, was Beinarbeit macht. Ich weiß, dass es scheinbar die Geschicklichkeit verringern soll. Ich weiß aber nicht genau, was das bedeutet. Die Crit-Wahrscheinlichkeit oder... What? Weil Geschicklichkeit kann entweder Ausweichen bedeuten oder Crit. Eins und beiden. Was war deins nochmal? Entfernt alle negativen Beeinträchtigungen, erhöht den Widerstand aller Gruppenmitglieder und entfernt die Widerstände aller Gegner. Ja, machen wir mal lieber, ne? Weil vor allen Dingen nächsten zwei Züge sind seine Züge, von daher. So kassiere ich zumindest für einen kurzen Moment weniger Schaden. Ja, hey. So viel zu dem Thema. Weniger Schaden. Willst du haben, dass ich Yuki... Echt jetzt? Warum? Nee, ach so, damit ich da aus dem Overdrive rauskomme. Nee, das will ich jetzt gerade nicht unbedingt. Ich sollte kurz heilen. Für den Fall der Fälle.
Auch lieber heilen. Naja, war gar nicht mal verkehrt. Alter Falter, ich hasse diese ganzen AoEs in diesem Game. Und ich bin auch am Anfang vom Spiel. Wie wird das irgendwann später aussehen? Nee, Poesiemarsch? Ja, whatever. Der hat gerade kein Gift, oder? Nee, der hat eine Blutung. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück und es verursacht auch Gift. Nö. Oh. Ah, nee, das ist die Blutung. Ich habe das dumpfe Gefühl, im nächsten Zug wirst du Dingensbums machen. Dein AOE. Ah, okay, Glück gehabt, aber leider auf dem Heiler. Leider ging es auf den Heiler drauf. LP-Regeneration. Wobei, nee, warte, ich will lieber läutern. Komme ich zwar nicht aus dem Overdrive raus, aber... Hm. Das ist irgendwie schlechter als vorher. Schlechter als vorher. Und jetzt macht er sein AOE. Ah. Ist trotzdem schlechter als vorher. Toll. Schon wieder heilen. Der Damage ist halt einfach abartig. Es kommt mir vor, als würde ich irgendwas falsch machen. Wirklich, es kommt mir vor, als würde ich irgendwas richtig falsch machen. Zumal ich den Fass ja besiegt hätte beim ersten Versuch. Und habe ich aber leider viel zu spät gesehen und da habe ich schon aufgegeben. Die Bitrate ist echt am Spinnen.